Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also, heute sind wir mal bei der Getreideernte mit dem Glas Dominator 108 SL Mega und mit dem Fendt 312 LSA Turbo. Wir sind heute am Gerstedreschen vom vorletzten Schlag. Ja, jetzt seht ihr hier mal den 108 SL. Meines Erachtens der geilste Motorsound, der V6 Zylinder, V6 Motor so rum. Ja, so jetzt, ihr wolltet ja immer mal den Fendt sehen. Jetzt seht ihr hier mal den Fendt 312 LSA in Action. Der ist am Getreide abfahren. Hier seht ihr meine Heimat, also das ist Gau Angeloch hier, der Ort, wo ich wohne. Und ja, der Ort hat 2650 Einwohner. Früher in den 1960er Jahren gab es hier noch 40 Bauern im Ort. Heute sind es noch fünf. Fünf Bauern verteilt auf 300 Hektar insgesamt Ackerfläche. Ja, ihr wolltet ja wie gesagt mal den Fendt in Action sehen, den habt ihr jetzt hier in Action. Ja, also dieser Schlag, der hat jetzt 2,2 Hektar und es ist der sogenannte Leimener Hohlacker. Und ja, die Gerste ist, das können wir uns auch mal kurz angucken. Einen Moment. Ja, das ist jetzt hier die Gerste. Was bei uns dieses Jahr das Problem ist, ich komme jetzt nicht dran, ist noch zu wenig drin ist. Dieses Jahr ist unheimlich viel Weizen bei uns im Acker mit drin. Und das Problem ist, da wir diese Gerste als Futter brauchen für die Schweine, da wird quasi Ferkel und Schweineschrot raus, ist das Problem, dass dieses Grüne, was ich hier drin sehe, ihr seht ja hier diese vereinzelten grünen Körner und diese grünen Halme. Diese grünen Halme und Körner erzeugen quasi im Getreide drin Wärme. Und durch diese Wärme fängt es dann im Silo an zu gären und zu schimmeln. Sprich, es wird schlecht. Und ich zeige euch jetzt auch mal, warum oder was dieser Grund dafür ist, warum dieses Getreide so aussieht, wie es jetzt hier auf dem Hänger liegt. Ja, wir sehen es jetzt hier ganz deutlich. Das ist die Wintergerste. Und das ist der Weizen vom letzten Jahr. Ihr seht es ja, zwei verschiedene Getreidekulturen. Und dass hier der ganze Weizen drin ist, ihr seht ja, wie viel hier steht. Das zieht sich ja über die gesamte Fläche. Der Gerste an sich war sehr schön, wenn dieser blöde Weizen nicht drin gewesen wäre. Und das kommt daher, dass durch dieser Rekordsommer letztes Jahr, es hat ja nicht geregnet und der Boden war so ausgetrocknet, dass quasi dieses Ausfallgetreide, das in den Boden gefallen ist beim Dreschen, dass das mit reingekruppert wurde und hat aufgrund von fehlender Trockenheit, fehlender Feuchtigkeit, konnte dieses Korn quasi im Acker drin überleben. Es war ja staubtrocken. Und als dann im November quasi der Regen kam, ging dieses Getreide mit dem Gerste zusammen los. Und Spritzmittel bekanntlich für Getreide von Gerste wirkt auch bei Weizen und so konnte der quasi mit überleben. Und ja, jetzt ist es halt so, wir haben jetzt geguckt, der Weizen ist jetzt soweit eigentlich okay. Man sieht es ja, die Körner, er ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt komplett Angst haben muss, er ist nicht grün, er ist schon
schön ausgehättet und ausgereift. Aber es ist halt scheiße, dass das mit drin ist. Ich meine, klar, beim Schroten macht es jetzt selber nichts, aber bei der Ente ist es halt nicht so ideal, sage ich mal so. Ja, in diesem Sinn, liebe YouTube-Freunde, ich weiß, es war jetzt nicht so ein professionelles Video, wie ihr jetzt die letzten Videos von mir verwöhnt wurdet. Das war jetzt mit dem Galaxy S10 gefilmt, aber ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr lasst mir trotzdem ein paar Likes da. Ich habe mir Mühe gegeben, so ausführlich und sachlich wie möglich zu berichten. Ja, zu dem Mähdrescher hier jetzt nochmal. Das ist ein sogenannter Class 108 Dominator SL Mega. Und der hat einen V6 Motor. Das hört man auch schön, dieses V6 Geblubber. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich versuche es umzusetzen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Montag. Und wie gesagt, lasst mir Likes und Daumen und Abos da. Schaltet auch beim Kollegen von Innenstein Video, beim Kollegen von Runfreak ein. Lasst den Likes da. Die Jungs haben es sich verdient. Und in diesem Sinn wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Und den Kollegen, die ich eben genannt habe, wünsche ich auch noch gute Videos. Und Jungs, denkt dran, immer Daumen hoch. Landwirtschaft hält zusammen. In diesem Sinn, Männer, alles Gute euch. Danke fürs Zuschauen.